Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr CDs in iTunes brennt, beziehungsweise mit iTunes. Dazu öffnen wir iTunes und erstellen zuerst mal eine neue Wiedergabeliste. Die nenne ich jetzt mal Test Burn. Und dann füge ich hier mal ein paar Lieder hinzu. Zur Wiedergabeliste hinzufügen. So, dann haben wir hier unten unsere Wiedergabeliste mit den zwei Liedern drin. Und dann machen wir einen Rechtsklick auf die Wiedergabeliste. Wählen Wiedergabeliste auf Medium brennen aus. Und dann kommt hier so eine kleine Einstellungsübersicht, Einstellungsmenü, wie wir das Ganze brennen wollen. Hier die Lautstärke können wir anpassen, den CD-Text können wir beifügen und wir können entweder auswählen, auf eine Audio-CD zu brennen oder eine MP3-CD zu brennen. Wir können natürlich auch Filme oder Videos drauf brennen und dann wählen wir hier eine Daten-CD oder DVD aus. Hier können wir noch auswählen, wie lang der Übergang zwischen dem nächsten Lied dauern soll. Das lasse ich jetzt mal bei 2 Sekunden. Und dann klickt ihr einfach auf Brennen und dann geht das Ganze los. So, das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat es ein klein bisschen weitergeholfen. Und wenn es euch gefallen hat, dann klickt auch auf den Gefällt mir-Button. Und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, klickt auf Abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.